Hallo liebe Radsportfreunde, ich bin jetzt hier im Hafen von Port am Ratsch. Ich mache mich gleich auf eine neue Tour hier. Wetter ist super. Heute ist der 24. November und wir haben etwa 20 Grad. Prima. Also bis später. Ja, die letzten Tage war hier richtig Sturm. Man sieht hier noch, was alles hier vom Meer auf die Promenade gespült worden ist. Ja, das ist noch nicht weggeräumt. Heute ist es ganz windstill. Naja, super. Schön zum Radeln. Hallo liebe Radsportfreunde. Ich bin mal wieder auf meiner Lieblingsinsel, Mallorca. Und ich mache mich jetzt auf zu einer schönen Radtour. Erstmal durchs Landesinnere und dann geht es zurück an der Küste. Also dann. Hier vielleicht noch mal mein Fahrrad. Das habe ich zum Glück immer hier auf Mallorca stehen. Nochmal am Hafen von Port am Ratsch eine Runde und dann fahre ich hier eine kleine Nebenstraße durch die Felder und Gärten. Runter. So, jetzt geht es erstmal Richtung Andratsch auf diesem schönen Nebenweg. Hier fahre ich praktisch parallel zur Hauptstraße, super schön durch die Gärten. Hier bin ich jetzt schon in Andratsch. Da muss ich jetzt erst noch mal durchfahren, da sind natürlich viele Einbahnstraßen, muss man sehen, wie man sich da zurechtfindet. Ja, jetzt habe ich es geschafft, jetzt bin ich auf der Hauptstraße in Andratsch. Jetzt geht es gleich erstmal wieder nach rechts. Dann fahre ich Richtung Sakoma. Und dann zunächst mal zum Col de Nistel, zur Passhöhe, zum Felsentor. Das ist super schön. Hier bin ich jetzt schon in dem kleinen Örtchen, in Sakoma. Hier ist ein schönes Bettchen, da kann man ein Kaffeepäuschen machen. Selbst für mich aber noch zu früh. Diese Blütenpracht, das ist einfach fantastisch. Wenn man bedenkt, dass heute der 24. November ist, dann ist das schon toll. Das hier ist schon eine super Radelstrecke. Die führt ja nach Capdeia, von Andratsch nach Capdeia, mit neuem Belag, prima zu fahren, einfach nur super. Die erste Anhöhe ist geschafft, bin jetzt am Col de Sacoma. Jetzt geht es über eine kleine Hochebene zum Felsentor. Am Col de Nistel. Kurz nochmal Anlauf nehmen, dann geht es nochmal ein bisschen hoch. So, jetzt bin ich gleich am Felsentor. Und dann geht es wieder runter nach Capdeia. Super. Hier einmal ein Stopp. Wahnsinn. Wunderschön. Vor uns, das ist Capdeia. Also hier und hier blickt man in Richtung Meer. Super. Und weiter geht's.
Hier bin ich jetzt in Kap Deja. Komme an der Barnau vorbei. Die ist leider geschlossen. Das ist ein super Tipp. Hier kann man gut essen. Schön mal eine Pause machen. Jetzt geht's gleich ab nach links Richtung Puig Punyent und Galilea. Vor uns sehen wir den Galazzo. Der ist etwa 1000 Meter hoch. Der sieht ja aus wie das Matterhorn. Jetzt 5 Kilometer hoch mit einer mittleren Steigung von 5,5%. Man macht dann ungefähr 300 Höhenmeter. Kilometer 4. Hoch geht's. Ich habe jetzt ungefähr 200, ich bin auf der Höhe von 240 ungefähr. Bei 410 muss ich kommen. Und was mit diesem Blick aufs Meer. Wunderbar. Immer wieder wundervoll ausgegangen. Ja, die Anhöhe ist gleich erreicht. Ich bin jetzt in Galilea. Und dann geht's wieder abwärts Richtung Puig Punyent. Wieder eine schöne Abfahrt. Jetzt bin ich schon wieder auf der Abfahrt. Hier bin ich jetzt in Puig Punyent. So, jetzt fahre ich noch mal über eine kleine Kassel Richtung La Mancha. Ja, so kann das hier schon mal gehen. Alles kein Problem. So, jetzt geht's zum Eskau. Nochmal etwa 3 Kilometer mit mittlerer Steigung von 5% hoch. So, immer noch im Anstieg. Am Eskau bin ich jetzt. Mit 468 Meter über Normalnull. Jetzt geht's wieder runter. So, hier bin ich jetzt immer noch auf der Abfahrt Richtung La Grancha. Erstmal hoch, noch ein kurzes Stückchen, dann komme ich zum Abzweig nach Valdemossa. Ich fahre aber dann weiter Richtung Banyalbufa und Estellens und dann wieder zurück nach Androch. Hier bin ich jetzt am Abzweig nach Valdemossa. Ich fahre jetzt weiter Richtung Androch wieder. Also es geht an der Küste entlang.
immer wieder Traumausbrüche aufs Meer. Hier sind wir jetzt in Bani Al-Rufa. Unten sieht man das Dörfchen und da hinten natürlich wieder das Meer. Hier bin ich jetzt in Bani Al-Rufa. Ein ganz ursprüngliches Örtchen. Hier ist ja der Mirador. Da gehe ich jetzt mal hin. Das ist ja wunderbar. Ich sag nur Küstenstraße. Super. Super, super, super. Ah, im Hintergrund sieht man schon Essayens. Kurz mal anhalten. Hier hat man einen Blick auf den Ort. Ich bin jetzt in Essayens. Auch ein kleines, niedliches, verschlafenes Örtchen. Ganz ursprünglich auch. Schön. Col des Pi, 240 über Meeresspiegel. Jetzt geht's weiter Richtung Andratsch. Jetzt geht's nur ganz kurz durch einen kleinen Tunnel und dann ist da oben wieder ein Aussichtspunkt. Einmal durch den Maschendrahtzaun. Hier bin ich jetzt am Esgrau, 331 Meter über Normalnull. Jetzt geht es erstmal wieder etwas runter und
dann kommt der Schlussanstieg zum Col de Sagramola. Ein Wahnsinnspanorama. Geht's erstmal wieder hoch zum Col de Sagramola. Das sind dann nochmal ungefähr 200 Höhenmeter, aber das ist nicht so schlimm. Hoch geht's zum Col de Sagramola, dem letzten Anstieg für heute. Jetzt noch ein paar Meter, dann ist der Anstieg geschafft. Dann bin ich am Col de Sagramola. Es ist noch warm, unwahrscheinlich. Also wir haben bestimmt noch 20 Grad und das Ende November. So, jetzt freue ich mich schon auf die Abfahrt. Jetzt geht es nur noch runter Richtung Andratsch. Super Abfahrt, toller Asphalt. Also bleibt bis später. Ciao. Dann Nebensträßchen Richtung Hafen.
Oh, jetzt bin ich wieder gelandet am Hafen von Port Andratx. Schön, wenn ihr mich begleitet. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ciao.